Und es geht mal wieder weiter bei Let's Play Sniper Elite. Ich bin euer MC Muffix. Im letzten Part haben wir die asozialste, schwerste, schlimmste Mission aller Zeiten geschafft. Und ja, jetzt müssen wir diese U-Bahn-Station vor Gegnern reinlegen, damit ein Team von uns wieder rauskommt. Ja. Und natürlich müsste es ein Mann ganz alleine machen. What the fuck, wie viel Wodka haben wir hier denn? Ne, den will ich jetzt wegschotten. Irgendwie schlauer gewesen, hätte ich ihn doch mit der Betäubungsknarre weg... was sag ich immer mit Betäubungsknarre? Mit der Schallgedämpften alle gemacht, aber egal. Schöner U-Bahn-Tunnel. Okay, was gibt's hier noch so? War's das? Bitte war's das, ich will mal wieder wenig Gegner haben. Wie viel Speicherungen haben wir noch? Das muss ich schauen. 5, okay, haben wir noch 5 Stück übrig. Gut, sollten wir schaffen. Wir müssen ja eh eigentlich nur die Heinis verteidigen. Und die U-Bahn-Station deswegen, ja, leeren. Sie haben geschossen. Oh, ging leicht. Okay, wir müssen eine ganz kurze Unterbrechung machen. Okay, es geht weiter. Entschuldigung. Alle noch da, hoffe ich. Ja. Nächster Schritt. Suche die feindlichen Funkstellungen nach Informationen. Okay, sag mir mal bitte einer, wo die sein könnte. Egal. Nein, Leichen wollen wir nicht aufnehmen. Hey, da ist ein Loch. Cool. Karte. Ist er auch irgendwo hier? Okay. Hallo, Le? Bist du? Hole weitere Männer aus der Einheit der U-Bahn-Station, Gleisdreieck und rücke zur Verstärkung des Teams, das um 2.10 Uhr mit dem gefangenen Wissenschaftler eintrifft zur Bahnstation Anhalter vor. Was heißt es mit anderen Worten? Den Angaben auf dem Blog des Funkers zufolge wird eine NKWD-Einheit auf dem Platz in Stellung gehen. Du musst sie unbedingt eliminieren. Okay, dann sollten wir es vielleicht auch damit wahlen. Emilia, die NKWD, die auf dem Platz eintrifft. Okay. Oh, da sollten wir es beeilen. Wow! Echt? Nein. Es war doch so klar. Okay. Kann ich die nochmal neu erledigen? Sollte nicht so lang dauern. Können die alle nicht zielen. Also noch schlechter als ich. Und das heißt ja irgendwie was. Ja, mach ich schon. Weitere Männer aus der Einheit der U-Bahn-Station, Gleisdreieck und rücke zur Verstärkung des Teams, das um 2.10 Uhr mit dem gefangenen Wissenschaftler eintrifft zur Bahnstation Anhalter vor. Okay, lay dokele. Dann hoffen wir jetzt, dass wir die Gegner da oben alle machen werden. Hey, komm, lad nach. Okay. Wo ist der andere? Hallo. Ey, Mann. Boah. Wie die mal unnötig viel brauchen, wirklich. So ein paar popelige Soldaten. Medikit schlucken. Nee, nicht Zeitbombe schlucken. Ich glaube, das tut weh. Besonders, wenn er sie irgendwie auf eine Minute stellt. Dann hat er ein kleines Problem. Okay, wo kommt jetzt diese Patrouille? Ja? Oh, wir sind eine echte Armee. Ey, Mann, ich ziel doch auf seinen Kopf und ich hab mal listig aus. Ah.
Also irgendwie ist die Ballistik an. Ich habe keine Ahnung warum. Gut, dann muss ich mich dran gewöhnen. Werde ich nicht schaffen, aber egal. Lebt er noch? Achso, das ist der andere. Okay. Man muss sich nur 1-2 Sekunden lang gewöhnen, dann geht es schon. Sind ja noch mehr? Warum frage ich? Ey, wenn da jetzt echt nicht noch einer wäre, oh, ich würde mich so froh. Ich speichere einfach mal. Ich bin mal so lockig, entspannt und lustig. Und dann gehen wir mal ein Stückchen weiter. Und von wo... Willst du mir sagen, dass da hinten irgendwo einer rumgammelt? Hi? Okay. Hä? Hä? Oh, ja. Das Spiel ist so hoch für mich. Okay, den kann ich wegsnipern. Oh, verdammt, das ist ja... Ich hab gedacht, das wäre ein Sniper. Das war der Sniper. Schön. Mit der Schallgedämpfung mal wieder perfekt weggesnipert. Mit der kann ich echt besser snipern als mit dem Snipergewehr. Okay, ich wette, der kommt mit sich da oben rum. Also, weil wenn der wirklich da hinten ist, das kann ich mir echt nicht erzählen, dass ich den erwischen soll. Hä? Habt ihr ihn gesehen? Okay. Ein Geistersniper. Warum auch nicht? Warum auch nicht? Stört ja keinen. Aber das stört mich. Ja, man treffen die wirklich nicht. Ah, verdammt, verdammt. Oh, mir geht langsam die Munition aus. Okay. Ey, was geht? Was geht mir ab? Du musst nicht mehr Atem anhalten. Hä? Von wo aus kommt die überall? Boah, ich... Leg mir jetzt schon hier auf. Okay. Ey, der ist schon wieder verschwunden. Zack. Geht doch. Irgendwann müssen selbst die down gehen. Boah, aber wer hat diese Kackballistik eingeschaltet? Hä? Der war doch gerade tot. Der war doch gerade tot. Ich hab nur gesehen, wie er umgekippt ist. Boah. Schallgedämpft ist eindeutig besser als Sniper. Ey, auf eine schallgedämpfte irgendwie so ein Zielfernrohr drauf. Und das wird's mal bringen. Warum will der nicht aufstehen? Ich will den jetzt töten. Der gammelt hier irgendwo auf den Dächern rum. Da! Nein, 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 nein. Der kommt mir jetzt nicht so ungeschoren davor. Ungeschoren? Ungeschoren. Ja, doch, ungeschoren. Na, kann ich dazu bloß sagen. Nein, nein, nein. Den werde ich jetzt hier noch wegkommen. Boah! Kein Camper, echt. Komm. Schnuckele. Ich habe Keks für dich. Ganz großen Keks. Ein ganz leckeren Keks. Ey, man. Scheiß Ballistik. Wer hat diese Kackballistik angeschaltet? Wirklich, ich habe Ballistik nie eingestellt. Aber das ist echt gerade an. Ja, und das kann man natürlich hier nicht ausschalten.
Weil ihr merkt ja, wenn ich auf den Kopf schieße, dann trifft das Bein oder so. Und wenn ich über den schieße, dann... Aber egal, aber egal, aber egal. Nein, jetzt habe ich ihn wieder verpasst. Jetzt finde ich das Dach nicht mehr bewusst. Echt mal nur wegen dem Penner da hinten. Boah, was bildest du dir ein, echt? Ich werde den erwischen. Ich werde den erwischen. Macht euch keine Sorgen. Nee, 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 den werde ich schon erwischen. Hoffe ich. Ach geil, jetzt habe ich das Dach verloren, wo ist. Nee, der war doch da hinten, glaube ich. Oder? War er da? Nee, der war schon da. Oder war er da? Oder doch da? Ah, ich mein, okay, jetzt weiß ich wieder, wo er ist. Nee, ich werde ihn erwischen. Ich werde ihn erwischen, glaub mir. Okay. 3, 2 und 1. Komm her. Boah, ich hab noch einen Keks für dich. Ich verspreche es dir. Ich tu den Keks sogar auf dich zuschießen, weil ich so nett bin. Ey, Mann, wie soll man nicht gescheit erwischen? Okay, wir müssen einen ganz kleinen Cut machen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.